Meine Damen und Herren, wir starten jetzt in die nächste Podiumsdiskussion. Der heutige Nachmittag steht ja unter dem Motto lebenslanges Lernen. Ich stelle Ihnen kurz die Mitdiskutanten vor. Links von der Mitte Frau Irmgard Frank. Sie ist Leiterin der Abteilung Ordnung der Berufsbildung beim Bundesinstitut für Berufsbildung. Das BIP ist ja heute schon in einigen Zusammenhängen gefallen. Sie ist dafür zuständig, die Qualifikationen zu überprüfen und die einzelnen Berufe mit zu gestalten. Dann haben wir auf dem Podium nochmal den Herrn Küpper, Geschäftsführer des Bildungswerkes der baden-württembergischen Wirtschaft als Vertreter der Arbeitgeberseite. Zu seiner Seite sitzt Professor Dr. Frank Ziegele. Er ist Geschäftsführer des Gemeinnützigen Zentrums für Hochschulentwicklung und Professor für Hochschul- und Wissenschaftsmanagement an der Hochschule in Osnabrück. Und nicht zuletzt auf der linken Seite Dr. Andreas Keller. Er ist Vorstandsmitglied der Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft und er ist dafür zuständig, stellvertretender Vorsitzender auch der GEW und im Dachverband der Bildungsgewerkschaften aktiv. Kommt aus der Politikberatung und versucht eben den Weg zwischen Politik und Bildung zu ebnen. Wir reden über lebenslanges Lernen, über Durchlässigkeit zwischen den einzelnen Bildungswegen. Frau Frank, Sie bauen die einzelnen Module zusammen für die Berufe. Inwieweit berücksichtigen Sie dabei denn die mögliche akademische Qualifikation, die sich da hinten anschließen kann? Die hatten das Problem, der hier an der Tasche oder was. Okay, es tut mir jetzt leid, dass ich Sie jetzt hier so durcheinander bringe. Okay, ach, danke. Kein Problem. Dann bleibt lebendig. Ups. Ja, fange ich nochmal an. Von Technik, dass sie nicht immer funktioniert. Ja, genau, das ist schön. Auch in diesen heiligen Hallen hier finde ich schön, dass die Technik nicht funktioniert. Ja, nochmal ganz herzlichen Dank, dass ich hier sein kann. Und zu dem Thema Beruf, ich war heute Morgen, bin ein bisschen später gekommen, deswegen habe ich Ihre Diskussion nicht verfolgt, was mir sehr gut, Herr Prager schon weg, genau. Wo ist er denn? Ganz hinten in der Ecke, genau. Hat mir aus der Seele gesprochen mit dem, was er letztlich dann auch zum Ausdruck gebracht hat. Was wir tun im Bundesinstitut für Berufsbildung, wir entwickeln neue Berufe. Wir haben im Moment 330 staatlich anerkannte Ausbildungsordnungen. Wir entwickeln gleichzeitig die staatlich anerkannten Fortbildungsregelungen auf den drei verschiedenen Niveaus. Davon haben wir im Moment 212. Und was wir tun, ist auf der Grundlage von Expertise, indem wir ins Feld gehen und schauen, wie, in welche Richtung entwickeln sich Berufe, dieses aufzunehmen, dieses dann zu implementieren in die neuen Berufe. Also ist das, was die Industrie, was die Unternehmen mittelfristig an Bedürfnissen haben, an Kompetenzen haben, die werden aufgenommen in die Berufe. Also ist die Frage, ob wir akademische Aspekte mit in die Berufsbildung aufnehmen, erstmal die Frage, was ist darunter zu verstehen. Aber darauf ist heute Morgen ja schon hingewiesen worden, wir sind ja in der Entwicklung des sogenannten deutschen Qualifikationsrahmens, der ja im Mai diesen Jahres verabschiedet wurde, und der sich zum Ziel gesetzt hat, bildungsbereichsübergreifend, also sowohl für allgemein, für Berufsbildung und für die Hochschulbildung, durchlässige und transparente Strukturen zu schaffen. Und da ist ein Ansatzpunkt, den Herr Prager vorhin genannt hat, wir haben da eine gemeinsame Währung entwickelt. Die gemeinsame Währung heißt Kompetenzorientierung und heißt Lernergebnisorientierung. Die Berufsbildung und die Allgemeinbildung und auch die Hochschulbildung in Deutschland ist ja noch sehr stark inputgesteuert. Das heißt, wir sind ein Stück auf dem Weg, tatsächlich Lernergebnisse zu formulieren, was jemand können soll, im Rahmen der verschiedenen Bildungsgänge. Und wenn uns das, und da versuchen wir natürlich jetzt in verschiedenen Projekten die sozusagen Verknüpfung zwischen dem, was wir in der Berufsbildung machen,
dem, was wir in der Aufstiegsfortbildung oder in der Fortbildung machen und dem, was wir in der Hochschule machen, anhand von verschiedenen Projekten mal die Währung zu erarbeiten, um damit das, was wir in Ankommen gemacht haben, mal Lernergebnisseinheiten zu formulieren und diese dann in den verschiedenen Bildungsgängen zur Anrechnung zu bringen und gleichzeitig das, was vorhin auch schon angesprochen wurde, dies qualitätsgesichert zu tun. Also Kriterien gestützt auf der Grundlage dieses Kompetenzverständnisses, was der DQR hat. Also wir sind auch da erst, wie ich heute gehört habe, ja erst in aller Anfang, aber ich denke, mit diesem deutschen Qualifikationsrahmen haben wir eine wunderbare Möglichkeit, auf die, das muss man ja auch sagen, sich alle, sowohl die Allgemeinbildung, die Berufsbildung als auch die Hochschulbildung verständigt hat, als gemeinsame Währung. Denn ein Punkt vielleicht noch, wir haben es natürlich mit unterschiedlichen Lebenswelten zu tun. Wenn Sie beruflich sozialisiert sind und an eine Hochschule kommen, dann kommen Sie da mit anderen Erwartungen, haben wir ja eben auch schon gehört, aber auch mit einer anderen Sozialisation, als wenn Sie den klassischen Weg machen. Und da geht es, glaube ich, darum, diese Lebenswelt ein Stückchen miteinander auch zu verknüpfen. Jetzt habe ich ein bisschen umfänglicher mich ausgedrückt, aber das zeigt so ein bisschen vielleicht auf Ihre Eingangsfrage hin, wo wir uns hinbewegen müssen. Herr Professor Ziegler, Sie beschäftigen sich mit Hochschulentwicklung. Inwieweit ist das denn jetzt für Sie eine neue Basis und ein neues Feld, auf dem Sie sich bewegen müssen? Ja, es gibt sehr, sehr viele Anknüpfungspunkte zur Hochschulentwicklung. Erstmal gehen wir von der Grundsatzüberlegung aus beim CAE, dass es in Zukunft, eigentlich auch jetzt schon, aber in Zukunft noch mehr so sein wird, dass der Wunsch nach akademischer Qualifikation zum Normalfall wird. Also immer mehr Leute werden in irgendeiner Form, welche auch immer, im Rahmen ihres Lebens eine akademische Qualifikation haben wollen. Und da kann man jetzt lamentieren, ob das gut oder schlecht ist. Ich meine, man muss das mal anerkennen. Und wenn es so ist, muss man die Bedingungen dafür schaffen, dass es funktioniert und dass es nicht zu verfehlten Entwicklungen führt. Und da kann man jetzt an sehr, sehr vielen Stellen in der Hochschulentwicklung anknüpfen. Vielleicht eine erste Stelle, die wir beim CAE auch bedienen, ist, darüber haben wir heute schon mehrfach gesprochen, die Leute brauchen Informationen. Das Feld wird immer unübersichtlicher. Wir haben zum Beispiel seit einigen Jahren diese Website Studieren ohne Abitur, studieren-ohne-abitur.de, wo jeder, der eben keine schulische Hochschulzugangsberechtigung hat, eine immense Fülle an Informationen findet, wie er an eine Hochschule kommen kann und genau die Verfahren, die Herr Prager vorhin dargestellt hat, zum Beispiel kennenlernen kann, der Anrechnung oder der Zugangswege. Wir versuchen auch, die politischen Erfolge und Entwicklungen, die Fortschritte ein Stück weit zu überprüfen oder zu monitoren. Wir haben gerade in der letzten Woche zu Studieren ohne Abitur wie jedes Jahr die neuen Zahlen erhoben und geguckt, wie sehr ist das eigentlich in den verschiedenen Bundesländern vorangekommen. Wir haben festgestellt, dass da jetzt Hamburg und Nordrhein-Westfalen an der Spitze liegen mit 4,5% der Studienanfänger, aber es auch andere Bundesländer gibt, die noch sehr, sehr weit zurückhängen. Aber auch in den Hochschulen gibt es viele Anknüpfungspunkte. Ein weiteres Beispiel für ein Projekt. Wir machen gerade ein größeres Projekt zur Digitalisierung der Hochschulen. Und auch das hat wiederum eine Bedeutung in unserem Zusammenhang, weil jemand, der sich berufsbegleitend fortbilden möchte, eben möglicherweise nicht so leicht zur Hochschule gelangen kann und deswegen digitale Angebote braucht, wo vieles in Deutschland noch in den Kinderschuhen steckt, wo wir Dinge tun und entwickeln müssen. Wir arbeiten, auch das ist eine spannende Sache der Hochschulentwicklung und die hat indirekt auch wieder etwas mit unserem Thema hier heute zu tun. Wir arbeiten seit Jahren mit einem Club von Hochschulen, der sich nennt Familie in der Hochschule. Wenn ich jetzt an unsere Gruppe der Techniker denke, die idealerweise irgendwie auch schon 5, 6, 7 Jahre im Beruf waren und dann zurückkehren, dann haben die auch Familie. Das heißt, wir müssen irgendwie schauen, wie Hochschulen sich auch familienfreundlich orientieren können und Services und Angebote machen, die auch für die Gruppe es ermöglichen, ein hochschulisches Studium aufzunehmen. Und dann ist es eben nicht nur die Frage, ob das Studium jetzt verkürzt ist und wie die Tetris-Bausteine passen, das ist es auch, aber auch die Rahmenbedingungen und Services, die man kriegt und die einem das möglich machen, ein Studium aufzunehmen. Das heißt, ganz viele Aspekte der Hochschulentwicklung, die genau an der Stelle anknüpfen.
Herr Dr. Keller, Sie haben ja mit daran gearbeitet, an dieser Rahmenvereinbarung, die zum Beispiel dann Techniker und Meister auf dem Qualifikationslevel 6 einordnet. Jetzt klang hier eben auch beim Vortrag vom Herrn Schmidt, zumindest ist der gute Rat bei, das nicht so hoch zu hängen, sondern vielleicht doch eher tiefer einzusteigen. Sind da die Maschen im System zu groß geworden? Naja, also das Entscheidende ist ja erstmal, offensichtlich leben wir, da kann ich direkt an Herrn Ziegele anschließen, in einer Zeit, in der es einen Konsens gibt, dass wir immer mehr, auch immer höher qualifizierte Menschen brauchen. Und wir müssen deswegen auch Sorge dafür tragen, zum einen, dass es Übergänge gibt, die leichter sind. Also das ist sozusagen der erste Ansatz, dass wir den Menschen ermöglichen, wenn sie zum Beispiel eine Berufsausbildung oder eine Technikerausbildung einschlagen, dass ihnen danach auch die Tür offen steht in ein Hochschulstudium. Das ist ein ganz zentraler Ansatz, dass wir die Hochschulen öffnen. Wir haben heute 50% eines Altersjahrgangs, die studieren. Wir haben andere Industrieländer mit 60%, 70%, 80%. Wir leben in der Wissensgesellschaft und wir haben auch in Deutschland den Trend, dass wir immer mehr höher Qualifizierte brauchen. Und wir müssen vor allem auch dafür Sorge tragen, dass diejenigen, die sich vielleicht in jüngeren Jahren erstmal auf einen Bildungsweg begangen haben, der nicht automatisch zum Hochschulstudium führt, dann auch später trotzdem wieder diesen Weg korrigieren können. Und das ist heute in Deutschland nicht so einfach, weil wir noch immer das Denken haben, es gibt bestimmte Bildungsgänge, die man im schlimmsten Fall im Alter von 10 Jahren nach der Grundschule einschlagen muss und danach ist es schwieriger zu korrigieren. Jetzt war ja die Frage nach dem Qualifikationsrahmen. Die stellt sozusagen die Frage, kann man nicht nur leichter ins Hochschulstudium wechseln, sondern bereits, wenn man andere Ausbildungsgänge belegt hat, sowas wie ein Hochschulstudium gemacht haben. Und da würde ich sagen, ja, es ist auf jeden Fall richtig zu sehen, es gibt Berufsausbildungen, da gehört eindeutig dazu die Technikerausbildung, dazu gehört aber auch die Erzieherinnen- und Erzieherausbildung, die wir sozusagen als Mitglieder ja auch in unserer Gewerkschaft mitorganisieren, die über den Sekundarbereich hinaus einen tertiären Charakter haben. Und dem muss man Rechnung tragen. Deswegen ist die Einordnung in eine Stufe, die dem Bachelor gleichkommt, richtig. Und es ist auch richtig, das, was vorher diskutiert wurde, sehr offensiv zu überlegen, wie weit kann man auch schon Teile dieser Ausbildung anerkennen, anrechnen auf ein Studium. Wobei ich immer dafür plädiere, das sollte eher pauschal gemacht werden, weil man dann im Vorfeld auch weiß, worauf man sich einlässt und nicht erst dann, wenn man sich an einer Hochschule bewirbt, eine Einzelfallprüfung hat. Aber dennoch, und das ist sozusagen jetzt letztlich die Antwort, ich war eine weite Hinführung, sorry, aber auf die Frage, die Einstufung 6 ist richtig, haben wir auch unterstützt. Aber das heißt nicht, dass ein komplettes Studium damit aus meiner Sicht automatisch ersetzt werden kann. Also wir hatten ja auch schon die Debatte um den sogenannten Bachelor Professional. Kann man ein ganzes Studium außerhalb einer Hochschule absolvieren? Ich sage ja, man kann weite Teile eines Studiums dort erwerben und angerechnet bekommen. Aber ein Studium ist wissenschaftsbasiert, es sollte in einem Forschungsumfeld stattfinden. Und deswegen bin ich der Meinung, ich glaube, das ist auch vor allem das Ziel der Technikerinnen und Techniker. Die wollen an die Hochschulen gehen können, wollen eine Garantie haben, dass sie aufgenommen werden und wollen auch eine großzügige Anrechnung bekommen. Aber die wollen nicht das Studium sich sparen. Und deswegen ist es richtig, dass Bachelor, Technikerausbildung, andere Ausbildungen auf einer gleichen Stufe sind. Das heißt aber nicht, dass das eine das andere ersetzt. Herr Köpper, Sie sehen das Ganze aus der wirtschaftlichen Perspektive. Sie brauchen Fachkräfte. Ist Ihnen nicht am Ende des Tages egal, wie die Leute zu dem Wissen kommen? Brauchen wir diese ganzen Rahmenbedingungen? Also zunächst mal haben wir auch arbeitgeberseitig die Darstellung dieser Gleichwertigkeit mit unterstützt. Also die Gleichwertigkeit von akademischer und beruflicher Ausbildung, die ja jetzt in dem Qualifikationsrahmen dann auch ihren Niederschlag gefunden hat. Ich bin immer ein Stück weit skeptisch, sozusagen, wie weit uns die Anrechnungsthematik noch tragen wird, weil es ist natürlich jetzt auch in den vorangehenden Vorträgen schon deutlich geworden, was heißt pauschale Anrechnung. Also Beispiel Aalen, das war eine sagen, pauschale Anrechnung im Rahmen individueller Kooperationsvereinbarungen. Ja. Und wir haben heute Morgen auch schon über die Vielfalt von Ausbildungsberufen, von Studiengängen gesprochen.
die ich auch gar nicht als Bedrohung empfinde. Da müssen wir auch immer aufpassen, dass wir, ich meine, früher gab es auch nur ein mausgraues Telefon und zwei Autoversicherungstarife und nur drei Fernsehsender. Ich weiß nicht, ob wir all das auch zurückhaben wollen, aber wir sollten Vielfalt, also Vielfalt wird interessanterweise im Bildungsbereich immer so als Schwierigkeit dargestellt. Ich glaube, das sollten wir sein lassen. Aber sie wird natürlich in der Anrechnungsthematik zu einer Herausforderung. Und pauschale Anrechnung kann, glaube ich, schon gar nicht, ich hoffe, da sind wir uns auch einig, sagen, im Sinne eines Rechtsanspruches verstanden werden. Also nach dem Motto, ich kann das durchsetzen in jedem Fall, weil jetzt drehe ich das mal aus der Perspektive der aufnehmenden Hochschule, ja, die dann am Ende des Tages am Pranger steht, wenn ihre Abbrecherquote steigt. Und dann sagen die, naja, wenn wir nicht mehr aussuchen können, wer zu uns kommt. Also es ist ein vielschichtiges Problem. Wir haben bewährte Instrumente aus der Berufsausbildung. Da konnten Abiturienten schon immer verkürzt auch die Ausbildung durchlaufen. Das wird auch in vielen Fällen, ich weiß nicht, ob Sie die Zahlen im Kopf haben, es sind mehrere Zehntausende Fälle, soweit ich weiß, per anno, wo das in Anspruch genommen wird. Also das übertrifft sozusagen Anrechnungsthemen in der Quantität deutlich. Wir haben das Instrument der externen Prüfung, also auch die Möglichkeit, sagen, Zugang zu einem Abschluss zu bekommen, ohne dass ich unbedingt sagen, formal das Ganze durchlaufen habe. Möglicherweise müssen wir aus diesen guten Beispielen der Berufsausbildung auch noch den ein oder anderen Schluss für die akademische Ausbildung ziehen. Ich habe das Gefühl, dass wir momentan zu stark nur auf diese Anrechnungsthematik gucken, nachdem wir die Zugangsthematik, wie ich finde, sehr gut gelöst haben. Also mit der Möglichkeit letztlich ja des allgemeinen Hochschulzugangs für die Absolventen von Meister- und Technikerkursen und auch der Möglichkeit für Gesellen ja nach einer gewissen Zeit der Berufserfahrung den fachgebundenen Hochschulzugang zu bekommen. Verknüpft jetzt mit der Ausgangsphrase, ist Ihnen das nicht alles egal? Dann ist es uns natürlich nicht. Die Qualität muss am Ende natürlich stimmen. Also es hilft uns natürlich nichts, wenn sozusagen, ich bin jetzt mal böse, der Titelhandel blühen würde und wir formal eine hochqualifizierte Gesellschaft sind, aber de facto wären wir es nicht. Also natürlich muss die Qualität dann auch stimmen. Dass der Trend grundsätzlich zu einer Höherqualifizierung geht, ist offensichtlich, entspricht auch durchaus der Bedarfssituation in der Wirtschaft, aber auch da knüpfe ich nochmal an den Diskussionen des heutigen Tages, ist natürlich von Unternehmen zu Unternehmen und von Branche zu Branche auch sehr, sehr unterschiedlich. Also Sie haben natürlich sehr unterschiedliche Akademikeranteile in sehr unterschiedlichen Branchen und Unternehmen. Und das Gleiche gilt dann auch für die duale Ausbildung. Aber Qualität darf nicht hergegeben werden, weil das ist natürlich einer der großen Standortvorteile, die wir bei uns haben. Zum einen die solide Facharbeiterausbildung, die ja so ein Stück weit auch zum Beispiel geworden ist weltweit. Das ist so nach wie vor der Zentrum jeder Fachkräftesicherungsstrategie und daneben eine gute Hochschulausbildung, die sich ja auch immer stärker ausdifferenziert hat. Also wenn wir heute immer über den Akademiker sprechen, stelle ich mir die Frage, wer ist denn hier eigentlich gemeint? Ja, es gibt gar nicht mehr den Akademiker. Und damit meine ich jetzt nicht nur, dass wir Universitäten, Hochschule für angewandte Wissenschaften, duale Hochschulen etc. haben. Nein, dazu kommen unterschiedliche Studienmodelle, die wir ja auch diskutieren, ausbildungsintegriert, praxisintegriert, Vollzeit, Teilzeit, berufsbegleitend und so weiter und so fort. Das heißt, den Akademiker, den es jetzt möglicherweise zu viel geben sollte, ja, den gibt es ja so gar nicht. Und diese Ausdifferenzierung der Hochschullandschaft spiegelt wiederum ja auch die Bedarfssituation in der Wirtschaft. Und bislang scheint das ja auch ganz gut zu funktionieren, wenn man sich mal die verschiedenen Arbeitslosenquoten nach Qualifikationsniveau anschaut, dann ist die Akademikerarbeitslosigkeit fast nicht vorhanden. Klar, jetzt kommt das Totschlagargument, aber da gibt es doch auch die nicht ausbildungsadäquat eingesetzt werden. Ja, aber die gibt es auf jeder Qualifikationsstufe, die gibt es auch bei Absolventen der dualen Ausbildung. Aber insgesamt ist es eindeutig, je schlechter das
individuelle Qualifikationsniveau ist, umso größer ist das Risiko, arbeitslos zu werden. Das gilt in besonderem Maße für An- und Ungelernte. Also jetzt gerade die An- und Ungelernten. Frau Frank, der Sattelberger sprach es heute Morgen an. Wir haben einen großen Bodensatz von ungefähr 500.000 Menschen, die gar nicht erst anfangen mit dem lebenslangen Lernen, sondern ohne Ausbildung und ohne eine richtige Qualifikation dastehen. Inwieweit versuchen Sie denn bei der Modernisierung der Berufsbilder da Türen zu öffnen, um die ins Arbeitsleben und in die Qualifikationsschiene reinzuholen? Bitte? Ja. Okay, funktioniert das immer noch nicht? Es tut mir leid, also irgendwie scheint das mit der weiblichen Taschensituation zu tun. Okay, es tut mir leid. Also wir haben im Moment nach den neuesten Zahlen des Bundesinstituts für Berufsbildung 1,4 Millionen junge Leute zwischen 20 und 29, die keinen formalen Berufsbildungsabschluss haben. Interessanterweise habe ich im Januar diesen Jahres mal versucht, alle Sozialpartner, alle Institutionen, die sich mit diesem Thema beschäftigen, mal an einen Tisch zu holen und mal zu überlegen, wie kriegen wir diese jungen Leute nachhaltig ins System und wie können wir ihnen auch über einen längeren Zeitraum, aber auch einen berufsbildenden Abschluss ermöglichen und was bedeutet das aus der Sicht der Unternehmen, weil wir haben gleichzeitig im Bundesinstitut Befragungen gemacht und da hat sich herausgestellt, dass 300.000 Betriebe grundsätzliches Interesse daran haben, diese sogenannten Ausbildungslosen auf der Grundlage der staatlich anerkannten Ausbildungsordnung zu qualifizieren. Und dort zeigt sich im Moment die Bildungslandschaft sehr unterschiedlich, weil man davon ausgehen muss, dass wenn wir diese jungen Leute haben, die relativ erstens mal häufig schon, sage ich mal, eine Bildungskarriere hinter sich haben, die nicht so sehr erfolgreich war, die auch relativ lernungewohnt sind, das kennen wir aus anderen Studien, die wir gemacht haben, zur Integration von leistungsschwächen jungen Leuten ins System, um dort zu überlegen, wie kann man denn Systeme schaffen auf der Grundlage unserer staatlich anerkannten Ausbildungsordnung, um diesen jungen Leuten etwas anzubieten. Es gibt unterschiedliche Initiativen. Sie kennen vielleicht die Arbeiten des Bundesinstituts zur Frage der Strukturierung von Ausbildungsberufen in sogenannte Ausbildungsbausteine, um dann den jeweils, das ist vor 7 Jahren, vor 8 Jahren ins Leben gerufen worden, um den sogenannten Altbewerbern eine Möglichkeit zu bieten, über einen längeren Zeitraum auch qualifiziert zu werden. Dieses wird sehr unterschiedlich aufgenommen, wird häufig diskutiert vor dem Hintergrund, dass damit das Berufsprinzip außer Kraft gesetzt wird. Wir haben aber gleichzeitig von den Arbeitgebern, Arbeitgeberseite und der Ministerium und das BMAS ganz große Initiativen, die sich genau zum Ziel gesetzt haben, diese Zielgruppe mit entsprechenden Unterstützungen auch nachhaltig ins System zu bringen. Und das hat natürlich damit zu tun, man muss, wie Sie gerade gesagt haben, den Rahmenbedingungen der Leute auch entsprechend agieren. Das heißt, man kann nicht davon ausgehen, das sind junge Leute, die einfach dann drei oder dreieinhalb Jahre ihre Ausbildung dann absolvieren, sondern wir müssen schauen, sie sind häufig familiär gebunden, sie haben eine Lernbiografie, die nicht ganz so eindeutig ist. Also wir müssen Rahmenbedingungen schaffen, finanzieller, sozialer, aber auch institutioneller Art, um das zu ermöglichen. Ich gehe mal davon aus, wenn wir weiterhin diesen sogenannten deutschen Qualifikationsrahmen umsetzen, was wir tun müssen für die Berufsbildung auch, dann werden wir auch dort diese Schnittstelle intensiver anschauen müssen. Aus meiner Sicht ist das ein Unterfangen, was tatsächlich auch nicht noch länger nicht angegangen werden darf. Und andersrum, wir die staatlichen Instrumente, die wir haben, nämlich die Ausbildungsordnung, sind ja staatlich anerkannt. Das heißt, ob Sie im Norden von Deutschland die Ausbildung absolvieren und eingesetzt werden und im Süden, ist die Anerkennung überall gleich. Das müssen wir eben auch bei solchen Strukturen, die wir dann entwickeln, sicherstellen. Und da hoffe ich, dass wir parallel natürlich zu der Diskussion, die wir im Moment ja führen, dass wir ja auch seit einigen Jahren einen Rückgang der Ausbildungsaktivitäten der Unternehmen zu verzeichnen haben und gleichzeitig uns ein Fachkräftemangel ins Haus steht. Bis 2030
werden 3,5 Millionen junge Leute oder werden 3,5 Millionen Beschäftigte aus dem System aussteigen. Und wir werden, das zeichnet sich jetzt schon ab, wenn man nicht in den nächsten Jahren aktiv wird, einen Fachkräftemangel haben. Wir werden eher einen Akademikerüberschuss haben. Das kann dann möglicherweise in der Praxis dazu führen, dass die dann gegebenenfalls eben auch fremd eingesetzt werden. Aber uns droht eben, das merkt man ja jetzt schon, wenn man sich die Ausbildungszahlen anschaut, in manchen Bereichen ist es nicht mehr möglich, Ausbildungsplätze zu besetzen. Also insofern hängt das alles mit der sogenannten demografischen Entwicklung zusammen, aber gleichzeitig auch mit der Ausdifferenzierung und der zunehmenden Heterogenisierung der verschiedenen Beschäftigungsgruppen. Und die muss man halt versuchen, gemeinsam anzugehen. Und insgesamt dieses System, das Berufsbildungssystem, was insgesamt eine hohe Flexibilität aufweist, dieses dann aber auch tatsächlich auch umzusetzen. Herr Dr. Keller, den Gewerkschaften wird ja gerne so die Fahne angehängt, sie kümmern sich um die Arbeitsplatzinhaber. Wie reagieren Sie denn auf den Bedarf, da sozusagen unten am Arbeitsmarkt Nachwuchs zu akquirieren aus problematischen Bereichen? Ja, das ist natürlich erstmal ein legitimer Job, dass wir uns um unsere Mitglieder kümmern. Aber das, was ich vorher ausgeführt hatte zum Thema Bildungsgerechtigkeit, zeigt ja auch, dass wir zum Beispiel, wenn wir jetzt über die Frage Hochschulzugang diskutieren, was nicht selbstverständlich ist, sagen, ja, okay, man muss nicht die Schule bis zur Klasse 12 oder 13 durchlaufen, um ans Studium zu gehen, dann könnte man ja nun sagen, unsere Mitglieder gehen auf die Barrikaden, die Gymnasiallehrer, weil wir sie alle arbeitslos machen. Man muss ja nicht mehr sich von ihnen unterrichten lassen. Das wäre ja denkbar, wenn wir jetzt wirklich ein berufsständischer Verband wäre, der nicht die Bildungspolitik insgesamt im Blick hätte, dann würden wir in der Tat vielleicht so vorgehen. Aber unsere Herangehensweise ist ja immer auch, Bildungspolitik insgesamt zu denken. Wir gehen aus von den Schülerinnen und Schülern, von den Studierenden, von den Auszubildenden und den Interessen, die sie haben und dem, was sie brauchen. Und von unser Leitbild ist dabei jeweils Chancengleichheit, auch das Recht auf Bildung, und überlegen dann, wie können Lehrende, sei es an Hochschulen, sei es an Berufsfachschulen oder sei es auch an Schulen oder Kitas, möglichst gut diesen Job machen und diese Ziele erreichen. Das ist sozusagen so ein Spannungsverhältnis, was wir immer haben. Und wir sind deswegen auch der Auffassung, dass man es selten den Individuen anlasten können, wenn sie auch in unserem Bildungssystem dann auch mal Schwierigkeiten haben, alle Ziele zu erreichen, die ihnen gesetzt werden. Wir haben einfach schwierige Rahmenbedingungen in Deutschland. Das zeigen die PISA-Studien, hat auch letzte Woche die PISA-Studie wieder gezeigt zur Problemlösungskompetenz, ist Weltmeister darin, es Menschen aus sogenannten bildungsfernen Schichten, also mit Eltern, die keine akademische Ausbildung haben, Menschen aus einkommensschwachen Familien, möglichst schwer zu machen, ihnen möglichst viele Steine in den Weg zu legen, auch wirklich gute Bildungsziele zu erreichen. Das ist sozusagen das Problem. Und deswegen müssen wir auch einen Blick haben, diejenigen, die dann Schwierigkeiten haben, diese Ziele zu erreichen, denen muss man dann auch immer zweite oder auch dritte Chancen geben. Und auch Umwege müssen zum Ziel führen können. Und deswegen darf man niemanden verloren geben, muss dann eben auch in der beruflichen Bildung es ernst nehmen, auch die Vorgaben, die ja von europäischer Ebene uns gegeben wurden, dass man die Zahl der Schulabbrecher, die Zahl der Menschen ohne Berufs- oder Schulabschluss deutlich reduziert. Da muss sich die Politik was einfallen lassen. Und man muss eben dann auch denjenigen, die erstmal eine Schule besuchen, die nicht automatisch zum Hochschulzugang führt, aber vielleicht dann doch dafür qualifiziert sind und Lust drauf haben, dann auch später eine Möglichkeit geben. Das heißt, das ist eigentlich unser Grundansatz. Das ist überhaupt kein Widerspruch. Im Gegenteil, ich glaube, dass Lehrkräfte, egal in welchem Bildungssystem, gerade einen richtigen Ehrgeiz haben, auch aus allen das Beste herauszuholen. Und das Problem ist natürlich, und da schließt sich der Kreis wieder, sie brauchen auch dafür dann gute Rahmenbedingungen. Wenn wir den Ehrgeiz haben, an eine Hochschule die Hälfte eines Altersjahrgangs oder sogar drei Viertel in der Zukunft zu führen, dann kann man dort natürlich auch nicht mit den gleichen Methoden arbeiten, wie das vor 20, 30 Jahren der Fall war. Wir brauchen ganz andere Betreuungsverhältnisse. Wir müssen die Möglichkeiten haben, dass die Leute auch individuell betreut werden. Wir brauchen auch eine entsprechende Arbeitsumgebung für die Lehrenden, das zu machen. Wir brauchen Weiterbildungen, wie wenn man es mit einer Alterskohorte, mit einer Studierendenschaft zu tun hat,
die aus ganz unterschiedlichen sozialen Hintergründen kommt, die aus dem Innen, aus dem Ausland kommen, die Kinder haben, keine Kinder haben, Familie haben. Herr Ziegele sprach das an, die Migrationshintergrund haben, das stellt sich für alle Bildungseinrichtungen, auch für die Hochschule, und das geht nicht mit der gleichen Personalausstattung wie vor 20 Jahren und geht auch nicht mit den gleichen Qualifikationen, die die Lehrenden haben wie vor 20 Jahren, und deswegen muss man da auf jeden Fall auch was tun. Herr Prof. Ziegele, ist das nicht für Sie eine Horrorvorstellung? Sie haben früher Akademikerkinder gehabt, die schon mit einem sauberen Plan seit der 7. Klasse auf die Universität zumarschiert sind, und jetzt haben Sie eine völlig bunt gewürfelte Truppe vor sich stehen mit unterschiedlichen Qualifikationen, wie es eben angesprochen wurde, mit unterschiedlichen sozialen Hintergründen, mit völlig verschiedenen Geschichten. Ist das nicht eine Riesenaufgabe, die Sie da stemmen müssen? Das ist eine Riesenaufgabe, aber die Horrorvorstellung ist eher die andere, die stromlinienförmigen Einheitsstudierenden. Ich wollte noch einen Satz vorweg sagen, anknüpfen dann die vorangehenden Beiträge zum Wert der Durchlässigkeit. Wenn man einen Studienweg beginnt oder einen Ausbildungsweg beginnt und weiß, der ist am Ende in alle möglichen Richtungen durchlässig, dann wird er dadurch attraktiver. Genau. Das heißt, auch wenn ich eine berufliche Ausbildung beginne und ich weiß, die ist hinten raus offen, da kann ich alles Mögliche machen, da habe ich alle Chancen, dann wird auch die berufliche Ausbildung attraktiver. Das wollte ich sagen im Hinblick auch auf diesen Aspekt, wir haben eigentlich Akademikerüberschuss und Facharbeitermangel. Es kann dann aber nicht die Schlussfolgerung sein, macht jetzt dicht und lasst die Leute alle in ihrem Facharbeiterkontext. Nur die Durchlässigkeit macht dann auch die berufliche Ausbildung attraktiv. Wollte ich nur, das haben Sie nicht gesagt, aber das wollte ich nur sagen als ein wichtiger Aspekt, der daran anknüpft. Zu der Frage der Diversität, Vielfalt, also das ist ja auch eine wichtige Erkenntnis hier, die wir auch schon den ganzen Tag mittragen. Vielfalt ist eigentlich eher eine Chance als eine Belastung oder ein Risiko. Vielfalt ist natürlich dann eine Frage am Ende, wenn ich Studierende mit unterschiedlichen Voraussetzungen, unterschiedlichem Wissen, unterschiedlichen Fähigkeiten habe im Studieneingang, dann muss ich beispielsweise möglicherweise die Studieneingangsphase völlig anders und neu gestalten. Dann muss ich Leuten eine Möglichkeit geben, über Tutorien oder Mentoring oder andere Dinge in bestimmte Dinge reinzukommen, die sie jetzt gerade in ihrer individuellen Situation nicht mitbringen. Das heißt, was ich ein Stück weit leisten muss, und das ist eine sehr anspruchsvolle Aufgabe, ist ein Stück weit Studium zu individualisieren. Und das in einer Situation, wo Herr Keller sagt, wir müssen gleichzeitig weiter massifizieren. Also wir müssen die Massifizierung, mehr Leute können rein, mit der Individualisierung zusammenbringen. Und das ist auch eine Aufgabe, die es nicht umsonst zu haben. Deswegen haben Sie zu Recht auch Ressourcen angesprochen, die natürlich an dieser Stelle notwendig sind. Aber es erfordert halt eine Vielzahl an Maßnahmen von Teilzeitstudium über digitale Elemente bis hin zu Serviceangeboten, die ich dazu brauche, und Neugestaltung der Studieneingangsphase. Aber das ist meine Verantwortung auch als Lehrender an der Hochschule. Das macht die Sache spannend, interessant und ist am Ende eine Chance auch für bessere Ausbildung. Ich bin ja selbst in Osnabrück bin ich im berufsbegleitenden Studium tätig. Also ich bilde Wissenschafts- und Hochschulmanager aus, die alle an einer Hochschule arbeiten und alle im Beruf stehen. Und das Spannendste an dieser Ausbildung ist das Einbringen der Erfahrungen dieser Leute, die total heterogen sind und die natürlich in vielen Feldern viel mehr Expertinnen oder Experte sind als ich selbst. Und das in einer Klassenzimmersituation zu mobilisieren, dieses Wissen, das da steckt, das ist eine spannende und herausfordernde Aufgabe, aber das macht unglaublich Spaß. Jetzt klang so ein bisschen an, so diese Problematik, bauen wir nicht zu viele Akademiker auf, fehlen nicht am Schluss die Leute, die tatsächlich dann irgendwo eine Schraube reindrehen können. Herr Küpper, sind Sie da nicht in einem Dilemma? Sie vertreten jetzt die Bildung für die Arbeitgeber, aber dürfen Sie nicht am Ende des Tages nicht zu weit nach oben hinausschießen? Müssen Sie nicht schauen, dass der Mittelbau erhalten bleibt? Ja, ich meine, die demografische Situation bringt uns alle in ein Dilemma. Das ist so. Also wenn die Ressource Mensch knapp wird, dann müssen wir halt überlegen, wie machen wir weiter. Ich sehe das aber so, wie Herr Ziegler auch gesagt hat, es macht keinen Sinn, nur mit Gewalt Menschen von bestimmten
Ausbildungswegen fernzuhalten. Das wird nicht funktionieren. Übrigens wird sich im Zweifelsfall dann das über private Angebote sein die Bahn brechen. Also das zeigt auch immer die Erfahrung der Jahrzehnte. Deswegen, duale Ausbildung muss attraktiv sein aus sich selbst. Und es muss auch erlaubt sein, neben all den Jubelchören, die wir gerne hinsichtlich unserer Berufsausbildung anstimmen, auch hier Weiterentwicklung einzufordern. Und beispielsweise, glaube ich, ist trotz Beschleunigung die Neuordnung von Berufen immer noch zu langwierig. Und gerade im Vergleich zu der Gestaltung von Angeboten in der Hochschulwelt eigentlich nicht mehr wettbewerbsfähig. Also was sozusagen die Innovationskraft angeht des Berufsbildungssystems. Da müssen wir noch schneller werden. Wir brauchen auch Antworten darauf, wie wir duale Ausbildung europäischer, internationaler gestalten. Es reicht nicht, dass wir uns hinstellen und sagen, wir haben das beste Berufsausbildungssystem der Welt, das mag ja so sein, und alle anderen dürfen sich jetzt mal an uns orientieren. Aber die Frage ist, hinsichtlich der Attraktivität für Auszubildende, wie entwickle ich denn eine europäische oder gar internationale auch Perspektive für Auszubildende. Während Studierende heute schon wie selbstverständlich so einen Teil ihres Studiums im Ausland absolvieren und viele aus dem Ausland zu uns kommen, um zu studieren oder einen Teil ihres Studiums zu absolvieren, ist das im Bereich der Berufsausbildung in Anfängen jetzt auch zu beobachten, aber natürlich noch Lichtjahre davon entfernt. Das sind alles Themen, denen wir uns auch zuwenden müssen, um duale Ausbildung attraktiv zu machen. Dazu gehört dann auch die Möglichkeit, auch später alle Optionen offen stehen zu haben. Da habe ich dann immer auch das Gefühl, zur Frage, welche Durchlässigkeit brauchen wir, dass unser System heute eigentlich schon viel durchlässiger ist, als viele meinen. Also die tatsächliche Durchlässigkeit ist höher als die gefühlte. Das beobachten wir schon seit einigen Jahren. Da ist vieles auch tatsächlich noch nicht angekommen vor Ort an Informationen darüber, was man heute alles eigentlich schon leisten kann. Ich schaue noch mal den Herrn Baumann. Wir haben in Baden-Württemberg mittlerweile 50% der Hochschulreifen, die im beruflichen Bildungssystem erworben werden. Ja, das sind ja alles Indizien für ein hochdurchlässiges System. Die kommen dann in überragender Zahl von den Realschulen auf die beruflichen Gymnasien. Wenn es dieser Weg ist, das allein macht schon ein Drittel der allgemeinen Hochschulreifen in Baden-Württemberg aus. Also da ist schon viel Durchlässigkeit drin, aber hat sich so ein Gefühl breit gemacht, dass die duale Ausbildung sozusagen nur die zweitbeste Option ist. Das müssen wir wegbekommen wieder. Dazu müssen wir was auch an dem System verändern. Ich habe nur einige Punkte genannt, nicht alle, die mir dabei durch den Kopf gehen. Also auch duale Ausbildung muss sich weiter modernisieren und weiter entwickeln. Und dann ist es aber auch eine Frage von Information und von Darstellung der Durchlässigkeit, die dort schon in dem System ist. Dann wird sich einiges tatsächlich auch hinsichtlich von Angebot und Nachfrage regulieren. Das heißt, wir werden nicht für alle, die einen Masterstudiengang machen, einen Master-Arbeitsplatz am Ende haben, und wir werden nicht für jeden möglicherweise, der generell ein Studium hat, unbedingt sozusagen einen Arbeitsplatz qualifikationsadäquat bereithalten können. Das wird sich dann ein Stück weit am Ende des Tages auch widerspiegeln über Entgeltentwicklungen. Bislang kann ich zumindest noch nicht feststellen, dass ein eklatanter Mangel im Bereich des Mittelbaus oder der Facharbeiter so durchgeschlagen hätte, dass sozusagen es zu massiven Entgeltverschiebungen zugunsten der Facharbeiter und zugunsten der Akademiker in Betrieben stattgefunden hätte. Also das wäre ja eigentlich ein deutliches Indiz. Die Empirie gibt es zurzeit noch nicht her.
Wir haben noch eine Frage hier. Ja, und zwar auf das Angesprochene gerade, als was Sie als Vorletztes quasi gesagt hatten. Das Problem mit dem, wir werden nicht für jeden Master einen Master-Arbeitsplatz haben und wir werden nicht für jeden Bachelor einen Bachelor-Arbeitsplatz und so weiter haben. Fördert das nicht die Abwanderung? Weil wozu, wenn ich denn schon studiere, ich gebe, man muss ja in der Regel mindestens 5 Jahre studieren und so weiter für den Master und diese Masterarbeit schreibe und davor die Bachelorarbeit schreibe und ich danach meinetwegen nicht adäquat eingesetzt werde, warum, was hält mich dann noch hier? Wo wollen Sie denn dann hinwandern? Ja, also, ist doch egal, überall. Ja, eben nicht überall. Also das ist ja nun genau das, was wir uns anschauen. Auch in Ländern, wo die zurückliegende Wirtschaftskrise deutlich stärker durchgeschlagen hat. Jetzt gehöre ich nicht zu den Leuten, die sagen, die Spanier, die Italiener haben deswegen ein Problem, weil sie zu viele Akademiker haben. Das ist grober Unfug. Sie haben aber ein anderes Problem. Sie haben dahinter nichts. Also das heißt, sie haben eine relativ große Gruppe von An- und Ungelernten in diesen Ländern. Also die Option heißt Studium oder nichts, so ungefähr. Also es gibt halt kein wirklich geordnetes System der Berufsausbildung. Aber worauf ich hinaus will, also wenn Sie sagen, jetzt in andere Länder abwandern wollen, haben wir ja schon gehört, da ist der Akademikeranteil ja noch deutlich höher. Also es ist ja nicht so, dass jetzt die Welt auf Hochschulabsolventen aus Deutschland wartet an der Stelle. Ich will ja nur den Hinweis geben. Es gibt keine Garantie. Es gibt so also ganz wenige Garantien im Leben und es gibt auch keine Garantie dafür, dass ich immer exakt einen solchen Arbeitsplatz bekomme, der dem entspricht, was ich mir vorgestellt habe oder was sozusagen mein Diploma-Supplement mir verspricht, wenn ich dann die Hochschule verlassen habe. Ich glaube, das ist ein legitimer Hinweis, das war aber noch nie anders. Ja? Also und das betrifft alle Qualifikationsebenen. Umgekehrt gibt es ja auch dann viele Beispiele, wo Menschen einen bestimmten Qualifikationsabschluss erworben haben und sind dann sozusagen noch viel weiter aufgestiegen, als man ursprünglich vielleicht hätte vermuten können oder was der ursprüngliche Abschluss vielleicht hätte nahegelegt. Also ich will nur sagen, wir haben eine hohe Gläubigkeit in Deutschland in Zeugnisse und in formale Abschlüsse, aber am Ende entscheidet halt sehr stark auch, was tatsächlich jemand kann und das lässt sich nicht nur aus einem formalen Abschlusszeugnis herauslesen. Was ich aber mit Abwanderung eigentlich meinte, war ja nicht, dass ich in ein schwaches Land abwandern will. Ich will jetzt nicht nach Griechenland oder ich will jetzt nicht nach Spanien oder Italien abwandern. Wenn ich hier einen Masterabschluss habe und meinetwegen einen schlechten Master mit 2,5, ist egal. Wenn man halt einen schlechteren Abschluss hat und in Deutschland nicht adäquat eingesetzt werden kann, dann ist man trotzdem immer noch Bildungselite. Und was wir im ersten Teil des Tages angeprangert haben, dass wir diese Bildungselite haben, wir haben sie nichtsdestotrotz. Und dann werde ich mich auf jeden Fall nicht Richtung Süden bewegen, sondern Richtung Hochtechnologieländer, sei es Kanada, sei es Japan, sei es Skandinavien, überall da, wo Deutsche gern gesehen sind aufgrund des Deutschseins und uns nachgesagten Eigenschaften. Und ja, das ist halt das Problem, das ich sehe, gerade wenn Sie das ansprechen und meinen, das gibt es nicht. Und ja, das passiert halt so, dass Leute keinen Job kriegen, so wie sie das haben wollen. Dann ist das ein Problem unseres Arbeitsmarktes und der Arbeitgeber und nicht der Arbeitenden, Studierenden, wie auch immer. Ja, zunehmend ein europäischer, ein globaler Arbeitsmarkt entwickeln, oder der hat sich schon entwickelt. Das ist ja dann völlig legitim, dass sich Menschen auch auf diesem Arbeitsmarkt bewegen. Ich halte das für eine gute Entwicklung. Im europäischen Kontext beobachten wir das jetzt in zunehmendem Maße. Deutschland profitiert in die andere Richtung ja auch sehr stark, gerade in der aktuellen Situation sehr stark, von der Zuwanderung auch hochqualifizierter Arbeitskräfte. Also das ist eine Entwicklung, die kann man nur begrüßen und die würde ich gar nicht sagen, als potenziell als Stärke oder Schwäche beobachten. Sag mal, zur Globalisierung der Wirtschaft gehört auch eine Internationalisierung des Arbeitsmarktes für höher und hochqualifizierte.
Ich würde gerne dazu was sagen. Also wenn ich das richtig in Erinnerung habe, sind immer ungefähr 15% derer, die einen akademischen Abschluss haben, wie es immer so schön heißt, nicht ausbildungsadäquat beschäftigt. Das muss man erstens sagen, wann sind die befragt worden? Halbes Jahr nach dem Examen, ein Jahr nach dem Examen oder 5 Jahre, 10 Jahre danach? Das ist schon mal eine ganz wichtige Frage. Und wenn Sie als Masterabschluss nicht gleich einen sogenannten ausbildungsadäquaten Arbeitsplatz finden, heißt das ja nicht, dass Sie das lebenslang behalten, sondern müssen Sie dynamischer denken. Das ist sehr statisch argumentiert. Und diejenigen, die rausgehen, das hat ja Herr Sattelberg heute Morgen gesagt, das sind ja gerade die Höchstqualifizierten. Also die Besten, die gehen raus und nicht die, die sagen wir, so einen mittleren Abschluss haben. Also ich finde, das ist ein konstruierter Fall, glaube ich, der durch die Realität nicht abgedeckt wird. Wenn ich noch einen Punkt dazu ergänzen darf, es sind ja auch Berufsbilder nicht statisch. Nun bin ich kein Experte für Techniker, aber um mal einen Bereich zu bringen, den Herr Keller vorhin angesprochen hat, die frühkindliche Erziehung oder frühkindliche Bildung ist ja nun ein Berufsfeld, das sich einfach von den Inhalten her verändert. Und das betrifft ganz, ganz viele Berufsfelder, dass eben in Teilen neben der praxisbezogenen Qualifikation, die man weiterhin braucht, in irgendeiner Form auch eine akademische Qualifikation, ein theoretischer Ansatz zu bestimmten Dingen, eine andere Form der Problemlösungsfähigkeit im Augenblick noch unbekannter Probleme erforderlich ist, die man sich von einer akademischen Bildung erhofft. Insofern in dem Bereich jetzt eine verzahnte Ausbildung aus Praxis und akademischen Elementen über ein verkürztes Gesamtkonzept herbeizuführen, kann ja nur sinnvoll sein. Und da ist eben dann plötzlich ein Job, der vorher keine akademischen Kompetenzen brauchte, einer, in dem es irgendwann unerlässlich ist, die eben auch zu haben. Und das wird in anderen Berufsfeldern und anderen Bereichen genauso stattfinden. Und ein Punkt, den ich noch nennen wollte zur Durchlässigkeit, den man auch nicht übersehen sollte. Es gibt ja im Augenblick auch eine ganz spannende Debatte darüber. Wir haben vorhin was gehört über Studienabbrecherzahlen, über die Frage der Anrechnung von im Studium erworbenen Kompetenzen auf berufliche Ausbildung. Das ist ja nicht immer nur eine Einbahnstraße von der einen in die andere Richtung, sondern die Richtung müssen wir ja auch mitdenken, um ein durchlässiges System zu kriegen, was, glaube ich, das Ganze auch noch mal verändern würde. Da hätte ich gerne angeknüpft, weil es wurde eben auch schon angesprochen, dass es eine Durchlässigkeit natürlich auch von oben nach unten geben kann. Sie haben 330 Berufsbilder am Start, das klingt jetzt erstmal viel, 120 Zusatzqualifikationen. Brauchen Sie nicht noch 100 weitere für Leute, die von oben ins Berufssystem einsteigen? Also ich glaube, wir brauchen nicht mehr, sondern wir brauchen vielleicht weniger Berufe. Wir sind ja von 800 gekommen, im Moment 330. Aber Sie sprechen damit natürlich ein wichtiges Thema an. Wenn wir über Durchlässigkeit reden, dürfen wir nicht natürlich nur da und gucken, was sozusagen angerechnet wird auf hochschulische Studiengänge, sondern genau das Gleiche auch, was Studienabbrecher, die ja nun auch Kompetenzen erwerben im Laufe ihres Studiums, wie das auf die Ausbildung angerechnet wird. Dort haben wir auch eine Situation, die sehr heterogen ist, die letztlich aber auch da im Einzelfall, wir haben eine ähnliche Situation, wie Herr Prager vorhin vorgestellt hat, wir haben Einzelfalllösungen. Und das andere Problem ist natürlich, dass wir, wie ich vorhin schon sagte, in zwei Lebenswelten unterwegs sind und zwei curricular unterschiedlich strukturierten Bildungsgängen unterwegs sind. Das heißt, es ist auch für die Berufsbildung schwierig, wenn Sie jetzt mal die technischen Studiengänge oder des Maschinenbaus anschauen oder auch andere, schwierig sozusagen Lernleistungen zu identifizieren, die dann tatsächlich zu einer Anrechnung führen und damit zu einer Verkürzung der Ausbildungszeit. Also da, das gilt sozusagen Durchlässigkeit in beide Richtungen zu gehen, und da sind wir im Moment in der Diskussion. Man muss sagen, da ist die Offenheit unterschiedlich ausgeprägt. Ich gehe davon aus, dass da auch, wenn Konzepte vorgelegt werden, die auch zeigen, dass es durchaus ein Äquivalent gibt, das heißt, dass die Arbeitgeberseite auch anerkennen kann, dass Lernleistungen, die an der Hochschule erworben sind, wirklich gleichwertig sind zu Teilen in der Berufsausbildung, dann kommen wir da, glaube ich, ein Stückchen weiter. Aber diese Entwicklungen stehen alle auch erst am Anfang. Aber ich würde gerne noch mal zwei Dinge zur Durchlässigkeit. Natürlich, was die Berufsbildung betrifft, uns geht es letztlich darum, dass wir durchlässige Strukturen schaffen, von der zweijährigen zu den dreijährigen Berufen in der Weiterbildung.
wer das dann wahrnimmt, das heißt, das ist dann natürlich ein individueller Prozess, aber die Rahmenbedingungen sollten gegeben sein, damit es auch gelingen kann und dann entsprechende Supportstrukturen anzubieten. Aber auch hier ist es ja wie immer sozusagen die Kräfte des freien Marktes, ob sie das, was sie an Kompetenzen erwerben und an formalen Abschlüssen erwerben, tatsächlich auch am Markt unterbringen können, ist letztlich die Frage des Marktes. Da hat sich nichts verändert dran, das heißt, da sind wir schon seit ewigen Zeiten unterwegs. Ja. Aber ein Punkt vielleicht nochmal, darauf sprach Herr Schmidt, sprach glaube ich kurz vorhin davon und auch Herr Prager, was im Moment, weil wir, würde ich auch zustimmen, sehr formal aufgestellt sind, wir sind sehr titelgläubig, wir sind extrem formal gläubig auf Zeugnisse, anders als in anderen Ländern, da spielt das nicht so eine große Rolle. Das heißt aber im Umkehrschluss, dass wir das, was Menschen sozusagen neben ihrem formalen Lernen erwerben, das sogenannte Informelle, was einen großen Teil dessen ausmacht, was wir heute können, dort haben wir im Grunde noch keine validen Instrumente und Verfahren, die auch möglich machen, Lernleistungen anzuerkennen und anzurechnen, sowohl was den Hochschulbereich betrifft, aber auch was die Berufsbildung betrifft. Wir haben im Berufsbildungsgesetz die Möglichkeit der sogenannten externen Prüfung, wenn jemand das anderthalbfache der normalen Berufsausbildung in einem Unternehmen erworben hat, nachweisen kann, dann kann er sich zur Prüfung anmelden. Das ist ein kleiner Schritt, der reicht aber letztlich nicht aus. Und im Zusammenhang mit der ganzen Diskussion über das sogenannte Anerkennungsgesetz, was seit dem 1. April letzten Jahres ja in Kraft getreten ist, sind wir auch dort in der Diskussion, Verfahren zu entwickeln, die auch die Möglichkeit bieten, sogenannte sonstige Lernleistungen, nämlich die im Informellen erworben wurden, auch zunächst mal zu dokumentieren und dann zu untersetzen mit entsprechenden Kriterien gestützten Verfahren, damit man die Dinge dann auch anrechnen kann. Meine Damen und Herren im Publikum, gibt es noch Fragen hier an die Podiumsteilnehmer? Dann würde ich mich an dieser Stelle bei allen sehr herzlich bedanken. Ich glaube, wir haben ein bisschen Aufschluss gegeben, dass das Thema Durchlässigkeit notwendig ist, aber noch nicht final geklärt und auch, wie Sie richtig angemerkt haben, noch nicht überall angekommen ist, was schon an Durchlässigkeit möglich ist. Vielleicht muss man daran arbeiten, um den Leuten auch viel mehr Perspektiven aufzumachen. Vielen Dank. Thank you.